So, jetzt habe ich mich etwas beruhigt, so circa 10 Minuten kurz Pause gemacht, damit ich mir erstmal wenig runterkommen kann. Was ich noch mitgenommen habe, das kann ich euch zeigen. Das sind übrigens so ganz intime Leber-Orbs. Ich habe noch Konversionszweige 2 genommen und ich glaube, das war es so ziemlich. Ihr seht ja alles, was ich hier genommen habe. Mehr habe ich halt nicht. Aber ich denke, mehr brauche ich auch nicht. Ich denke, mit... Wie oft kann ich mich wiederbeleben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Also ich kann mich 9 mal wiederbeleben. Und damit gehen wir nun endlich ins Finale. Fragezeichen. Himmelsturmspitze. Wir sind bald da. Ich vermute mal bei 30, aber ich weiß es nicht. Weil ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es 32 war. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht 32 war. Sinnvollerweise so. Okay, das war gefährlich hier hinzugehen, weil er hätte ja auch ein Monsterraum sein können. Und das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, sind Monsterräume. Also, dann ist vorbei. Mit einem Monsterraum. Was ist das? Ein Lahmorb. Können wir gerne machen. Also einsetzen. Oh, Treppe. Oh, ich bin so geheilt. E27. Oh Gott. Unter uns ist eine Monsterfalle. Da wollen wir nicht hin. Warum gibt es eigentlich keine Kaglion-Shops mehr? Nur noch Monsterfallen. Finde ich schade. Hier ist keine. Hier nach unten aber wäre eine. Ich setze einfach mal alles ein, weil mir ist langweilig und warum nicht, ne? Ja. Ups. Nein, da kommt ein Libell drauf mich zu. Oh Gott, Magitius, ich schaff's nicht alleine. Okay. Oh Gott, hier ist es nicht. Oder? Nein. Verdammt, hier ist nicht das Ziel. Ich versuch's nochmal oben rechts, ansonsten muss ich nach unten. Pikachu? Okay. Ne, hier ist nichts. Schade. Hi. Tropius, glaube ich, hieß das, ne? Ja, Tropius. Habe ich ja gut geraten. Oh, yes. Treppe. Rein da, rein da, Jungs. E28. Nach links. Nach links. Oh Gott. Anscheinend nicht nach links, denn da ist ein böses, böses Monster. Ich habe so viel Spaß mit dir, Mike. Okay. Das ist doch cool. Nice, wir haben es besiegt. Wir gehen mal hier in diesen Raum. Ich werde dir mit meiner Attacke Donnerschock zur Seite stehen. Das ist doch nett. Aua. Das tut weh, Mann. Bam. Nice. Okay, nicht nach unten. Unten ist eine Falle. Ich gehe nach oben, zur Sicherheit. Ich weiß ja nicht, wie groß der Raum sein wird, deshalb. Einfach immer weiter. Ja, immer weiter, einfach durch. Okay, nicht mehr durch. Oh Gott. Hat so ein Aerodactyl uns verfolgt, Mann. Ich hoffe wirklich, erst nicht beim Monsterraum, sonst bin ich tot. Dann bin ich innerlich auch noch tot, Alter. Hier ist er nicht. Hier ist die Treppe nicht. Oh, ist hier bitte nicht Monsterraum. Das könnt ihr mir nicht antun. Jetzt noch am Ende. Ich will keine Orbs verschwenden. Ich brauche alle. Alle brauche ich noch. Warte. Ich gehe erstmal hier nach links. Oh, die kämpfen da. Nein. Was? Lol. Okay. Was ist da gerade passiert? Okay, wie auch immer. Lull. Ja, sorry, ich muss das andere eingreifen. Halt nicht. Bam. Zack. Mein Tilo kann nichts machen. Bam. Bam. Mein Tilo, ich helfe dir. Ist nur eine Attacke, oder? Ja. Ja. Okay, wir hoffen mal. Dass es hier ist, dass hier die Treppe ist. Bitte ist hier die Treppe, Mann. Ich kann mir nichts leisten. Yes, Level 32. Nice. Oh nein. Ich muss nach unten, Leute. Ich muss.
Warte, warte, das ist kein Monsterraum? Oh, wie viel Luck kann man haben? Ist mir egal, was das hinten für ein Item ist. Ich bin weg. Tschüss. Ciao. Tschaußen, E29. Und da ist ein armes Item. Können wir machen. Jetzt schlafen. Ach so, es war kein Ziel in der Nähe. Okay. Hm, schade. Naja, passiert. Hier ist die Treppe. Weck bitte das Ding nicht auf. Dankeschön. E30. Oh Gott, es ist fast so weit. Es ist fast so weit. Können wir gerne einsetzen. Da oben kommt gerade ein Pokémon. Ein Libeldra ist es. Magnetilo, wo gehst du hin? Was machst du, Magnetilo? Ey, Pikachu! Ganz vorsichtig hier, ne? Immer aufgepasst. Oh nein. Nein. Yes! Oh, Magnetilo, du bist unsere Hilfe in der Not. Pikachu? Alles okay? Bam. Gott, oh nö. Kill es. Warte, wer hat Hunger? Oder was war das gerade für ein Sound? Das war doch gerade dieser Hunger-Sound. Aber niemand hat Hunger. Okay. Oh, ich die Treppe. 31. Okay, ich glaube, das ist die letzte Ebene. Ich hoffe. Bitte, das ist die letzte Ebene. Was? Mike bekommt langsam Hunger. Ist okay, ist okay. Ganz langsam wieder zurück, würde ich sagen. Pikachu, du drückst alle weg. Oh Gott. Obwohl. Hi. Wie hieß das Pokémon? Brutalanda. Hat auch eine Mega-Entwicklung. Ich kann nichts machen. Nein, nein, ich kann nichts machen. Verdammt. Ich rette mich kurz. Was? Warum wird das nicht benutzt? Oder wird es wieder benutzt, wenn ich jetzt einen Orb einsetze? Es wird dann wieder benutzt. Okay, Mike, drücken wir alle wieder runter. Verdammt, haut ab! Das ist bestimmt die letzte Ebene, oder? Ich hoffe. Ich kann nicht mal einsetzen. Müssen wechseln. Bam! Nein! Kill es! Bam! Meter groß! Nicht du auch noch! Hau ab! Oh yes! Zweimal hintereinander! Nice! Der Magnetilo freut sich da Level 26 mit Beep! Beep, beep, hurra! Bzz, bzz. Ja, ich würde mich da auch freuen, mein Freund. Okay. Da oben das Geld noch. Oh Gott. Was willst du denn? Was? Achso. Hm. Ich kann ja nichts mal einsetzen. Da war ja was. Hehe. So. Greift es an. Genau. Zack. Ich greife es dann auch nochmal an. Bam. Und es lebt leider noch. Und du machst Elektroball und das Ding geht down. Gute Sache. Hunger. Ach, das machen wir gleich noch. Die Treppe. Oh mein Gott, ist das das Ziel? Nehme ich auch alles auf? Ich nehme alles hundertprozentig auf. Okay. Let's go. Immer noch nicht das Ziel. Okay, eins weiter. Okay. Ganz ruhig. Bam. Zack und tot. Wir gehen nach unten. In den Raum. Kein Monsterraum. Super. Ich glaube, hier gibt es keine mehr. Wäre aber richtig assi, wäre es noch welche geben. Oh Gott, der hat sich richtig krass gepusht. Kennen wir den lieber, bevor er mich angreift. Danke. Gehen wir nach rechts. Nach rechts. Oder auch nicht. Denn da sind gerade ein paar Gegner auf dem Weg. Oh Gott. Bam. Bam. Oh nein, 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 nein. Nein. Okay. Orb, Orb. Okay. Pikachu lebt wieder. Arme da, wo ich
den Lob einsetze. Okay, perfekter Apfel. Ich nenne es einen ganz normalen großen Apfel. Okay. Verdammt, nein, wir werden wieder auch benutzen müssen. Und das nur wie diesen engen Gang. Komm, wir gehen hier lang, hier nach oben. Oh, keine Monsterfalle. Was ist es? Ein Chaos-Orb. Keine Ahnung, was es macht. Ich will es gar nicht wissen. Ich will hier nur raus. Ich will hier einfach nur raus. Bitte. Nein, wo ist das Exit? Hier unten? Nein! Da unten ist die Monsterfalle, wie man sehen kann. Heilige. Oh nö. Oh nö. Hau ab. Hau ab. Du auch. Nein, nein. Igelsam. Leute, warum greift ihr nicht an? Ich muss alleine. Das ist voll unfair. Oh, jetzt muss ich so oder so alleine. Nice, zweimal hintereinander. Er lebt noch. Ich bin so. Okay. Super. Okay, ich lebe wieder. Ich greife an und das Ding ist tot. Natürlich war es dann jetzt tot. Oh, hier ist nichts. Was? Wo ist denn dann das Ding? Die Treppe. Hier? Hier ist sie. Okay, let's go. Es geht noch weiter? Warum geht's noch weiter? Itemsverteilung, Top Elixier für Pika und Top Elixier für, na, für mich. Magnetilo kriegst du nochmal einen Top Ether für deinen Ampelleuchte. Wo gehen wir lang? Wir gehen nach links. Nach links. Dann gehen wir nach oben. Oder wir gehen halt nach unten. Es ist mittlerweile noch ein Trial and Error. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mittlerweile mache. Wir suchen einfach nur noch nach dem Exit. Oh nein, die kämpfen da. Die kämpfen da. Nein, Pikachu ist ganz alleine. Aber Pikachu ist doch OP. Ja, okay. Oh Gott. Zu was soll das hier alles führen, ey? Zu was soll das hier führen? Hier ist immer noch kein Ausgang. Und wir haben ja einen Brutalander, was gerne mal abhauen kann. Darf. Sehr gerne darfst du das. Aua. Das hat sehr weh getan. Pikachu, kannst du bitte was dagegen unternehmen? Das wäre sehr lieb von dir. Dankeschön. Greif einfach an. Nein. Nein. Ich habe gehofft, dass... So viele Beleb-Items sind jetzt weg. Was sollen wir denn bei Rayquaza machen? Ich habe jetzt richtig Schiss. Oh Gott, wir haben nur noch 4 Stück oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Hälfte schon nicht mehr. Oh Gott. Nein, hier ist immer noch nicht das Ziel. Hier ist definitiv nicht das Ziel. Hier auch nicht. Ey, das ist doch ein Witz, Mann. Hier unten muss es sein. Yes, okay. Es Ziel. Oh mein Gott. Sind wir da? Ist das die oberste Ebene? Wer seid ihr? Wer wagt es, meinen Luftraum zu durchqueren? Diese Stimme. Könnte das Rayquaza sein? In der Tat. Das bin ich. Dies ist mein Reich. Verschwindet von hier und zwar sofort. Wir stören nicht nur ungern, aber du musst uns einfach zuhören. Wir sind hier, weil wir deine Hilfe brauchen. Niemals.
Ich bin ein Wesen der Lüfte und euer Lebensraum ist der Erdboden. Jedem von uns ist seine eigene Welt gegeben. Über 100 Millionen Jahre habe ich mich vom Erdboden vollkommen ferngehalten. Im Gegenzug dafür erwarte ich, dass ihr meinem Lebensraum fernbleibt. Ich kenne keine Gnade gegenüber Narren, die sich dieser natürlichen Ordnung widersetzen. Ich habe euch gewarnt, macht euch auf euer Ende gefasst. Bam, 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 bam. Oh nein, nein, nein! Scheiße, Mann. Ne, warte, ihr müsst eine Runde aussetzen. Gern frisch und nach vorne dafür. Ich setz Egesamen ein. Es verwirrt. Perfekt. Okay. Er hat mich. Warum? Das ist ein Grund. Mein letzter Belebesamen. Wieder da rumzappelt. Ich find's lustig. Hat jemand was Effektives? Nein. Ich hab nur Schlammbad. Okay. Genauigkeitsbrause. Eine ausgewählte Attacke nur. Ich setze Implosivsamen ein. Bam! 100! Wegen Egesamen kriege ich noch eben, oder? Oh oh, nein. Verfehlt! Ein schrecklicher Sturm zieht auf und wirbelt die Wolken zu deinen Füßen auf. Was? Oh nein, nicht sowas. Windstöße, ein außergewöhnliches Naturphänomen ereignet sich. Windböen pfeifen durch die Ebene des Dungeons. Wenn ein Pokémon vom Wind erfasst wird, landet es an einem anderen Ort. Es scheint ein starker Wind aufzuziehen. Nein, bitte nicht! Ich bin alleine. Jungs. Ich brauch euch. Wer wird denn wiederbelebt? Ach, okay. Ach, beide? Oh, ist das OP? Ja, egal. Wir riskieren's. Na, Konfusion. Nein! Warum, was? Das geht? Oh, nö. Das wollte ich nicht. Ach, was ist das für ein Kack? Ich muss schräg gehen. Ah, Pikachu, bitte tu es mir nicht an. Nein! Wurden wir getroffen? Wir wurden getroffen. Jetzt aber wirklich. Er ist verwirrt. Pikachu leider auch. Es tut mir so leid, Pikachu. Ich wollte es nicht. Nein, er ist nicht mehr verwirrt. Oh Gott, es läuft schrecklich. Schrecklich läuft das. Nur ich wurde getroffen. Okay. Oh Gott. Oh nein. Was passiert hier? Pikachu, ich kann nichts machen. Oh, super. Wieder rumzappeln. Ich find's trotzdem lustig. So, beide dürfen wieder leben. Angriff! Meine Untertanen. Yes! Nice, 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 nice. Rauf da jetzt. ich muss nah dran. Ich muss näher ran. Oh Gott, nein. Wo greife ich gerade an? Greife ich ihn an? Jetzt greife ich ihn, glaube ich, an. Okay. Schlaf, mein Rayquaza, schlafe schön ein.
Oh. Nein, keine AP mehr? Oh oh. Oh oh. Magnetilo. Warte. Wir machen das so. Magnetilo setzen wir selber Top-Elixier für uns ein. So. Zack. Ihr macht das, ne? Nice. Oh nein. Oh Gott. Ja. Das gibt's doch nicht. Nein. Nein, warte, was? Oh Gott, dieser Kampf ist ja viel schwerer, als ich dachte. Warte, wo ist Pikachu? Viel zu weit hinten auf jeden Fall. Ich bin dafür aber sehr weit vorne. Teambeleber Orb. Ich hab Angst. Das war's mir wert. Yes. Nein, nein, bitte nicht mich. Ah, doch ich. Nur ich. Okay. Ja, ich muss halt näher ran, ne? Der bleibt auch nur da. Warum? Verdammt, bitte. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum ist das so schwer? Ich kann ihn kaum angreifen, Mann. Warum geht ihr in die Mitte? Seid doch so dumm. Ach, nein. Geil. Nein, was mache ich? Warum mache ich das? Nein, ich bin tot. Ja, ich hab verloren. Och Mann. Aber der Kampf ist auch scheiße schwer, Mann. Seht ihr das nicht, Leute? Ich muss nach vorne. Meine stärksten Attacken sind Nahkampf. Der muss jetzt eh aussetzen. Glaube ich. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte er aussetzen können? Nö. Welche Attacken sind die stärksten? Info. Eisenschweif. Alles klar. Bam! Nice. Yes. Ha! Du Opfer. Bam! Schlaf ein. Nein, bitte kein schrecklicher Sturm. Hört doch auf. Das macht so viel schwieriger. Wie soll ich denn jetzt wieder dahin kommen? Ich bin fast tot, Mann. Super. Dann nochmal? Oder wie ist jetzt? Ja, wow. Wow, ey, das... Ach, komm. Das ist so lächerlich, Mann. Jetzt habe ich verloren. Was soll ich denn machen, Mann? Muss versuchen. Wow. Das hielt ja lange an. Warte, was? Was ist, wenn ich beende? Was passiert? Es ist einfach nur... Das ist so... Das ist lächerlich. Und lame. Was passiert jetzt? Ich habe ja vorher gespeichert.
Sind meine Items noch da? Das wäre doch zumindest etwas. Dann wäre ich noch zufrieden. Dann würde ich es nämlich nochmal versuchen wollen. Wo bin ich? LOL. LOL. Okay. Scheiße. Ja. Ja, was mache ich jetzt? Super. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe keine Items. Ja. Hilfe anfordern. Ja, bitte. Ich will Hilfe anfordern. Über das Internet. Das beste Set, wenn es geht. Deluxe Set. Damit mich Leute auch wirklich retten. Ja. Oh Mann, ey. Oh Gott. Ja. Mal schauen, was ich mache. Ich habe komplett reingekackt. Super. Ganz kurzes Update. Ich habe mal nachgeguckt. Ich habe jetzt wirklich mehrere Stunden gewartet. Ich will den ganzen Tag lang aufnehmen, aber es wird wohl nichts. Aber ich wurde doch gerettet. Das finde ich echt krass. Ich habe nämlich jetzt eigentlich aufgegeben, aber ich wurde doch gerettet. Das ist echt nice. So, was wir machen, da wir nichts haben. Ich habe mich extra retten lassen. Es bringt ja nichts. Ich kann ja, ich habe ja eh keine Chance jetzt gegen Rayquaza. Deshalb werden wir den Dungeon sofort verlassen. Auch wenn wir so weit sind. Wir werden... farmen gehen. Wir werden ganz viele Items farmen gehen. Und dann sehen wir uns... nochmal wieder. Warte, warum sind wir hier? Okay, wir haben alles. Super, was ist mit hier? Warte, habe ich alles wieder zurück? Nee. Nee, warte, das ist das Dings. Nee, alles gut. Okay. Nee, ich werde leider den Dungeon nochmal komplett neu machen müssen. Naja, ist blöd gelaufen. Aber ich bin tatsächlich... underleveled. Das bedeutet, ich werde jedes einzelne meiner Intensivtickets benutzen. Für mich, Pikachu und Magnetilo. Ihr seht ja, ich habe hier ja, so 21 Tickets, glaube ich, sind das. Und ich werde die alle benutzen. Und dann werde ich nochmal hier hochkommen und das werde ich aber alles schneiden. Ich will euch das nicht zeigen. Also vielleicht zeige ich euch das Gameplay. Ich muss mal gucken, wie ich das mit der Aufnahme und so mache, weil das ist ja dann wieder so viel und mal schauen. Auf jeden Fall. Es tut so weh, das zu tun, aber ja, wir fliehen. Denn hätte ich jetzt wirklich aufgegeben, hätte ich all meine Items verloren. Das Geld ist mir gerade richtig egal. Mir geht es aber um die Items, denn ich habe einmal dieses Manfaxo-Item und ich weiß nicht, ob man das nochmal bekommt. Das ist so das größte Problem. Die anderen Items könnte ich theoretisch ja mitfarmen. Deshalb, ja. So, und zum Abschluss gibt es nochmal Post. Und dann werden wir in der nächsten Folge sehen, dass ich doch nochmal zu Rayquaza komme. Oh Gott. Es tut mir wirklich leid. Nummer 27. Wo ist Kecleon? Augenzeugen zufolge ist der ältere der beiden Kecleon-Händler oft in geheimer Mission unterwegs. Böse Zungen behaupten, er ist gierig und macht bestimmt krumme Geschäfte. Sein jüngerer Bruder verneint diese Anschuldigungen. Er würde nie herrenlos Items in Dungeons auflesen und sie dann zu Wucherpreisen zu verkaufen. Okay.
Um 28 ein giftiges Gasleck. Berichte über ein giftiges Gasleck haben die Region um den Finsterforst ins Chaos gestürzt. Experten vermuten die Ursache in den jüngsten Naturkatastrophen. Manche jedoch geben dem Training von Team Smogon die Schuld an dem üblen Gasgeruch. Es liegt Streit in der Luft. Ich glaube, es liegt noch viel mehr in der Luft.